du bereit dafür? Ich bin bereit für richtige Kniebeuge. Das wird sich herausstellen, ob der Herr bereit ist. Die richtigen Johannes. Ja. Komm, Digga. Hey, Baby, let's go. Steh. Besser. Mach die Mitte fest, da geht noch was. Komm, Kleiner. Hallo Sportsfreunde, Johannes Lukas hier mit meinem Profi-Bodybuilding-Kollegen Steve. Bentin. Jawohl, wir sind heute im Berlin Strength und machen heute mal the real shit. Richtige Kniebeuge in einem klassischen Kraftsportstudio. Schön, machst du schön warm, die wahrscheinlich die Knie. Ich persönlich nutze einen sogenannten Lacrosse-Ball und die Black Roll. Also ich mache mich, wenn es denn nötig ist, wenn ich merke, meine Muskulatur, mein Bindegewebe ist sehr fest, dann mache ich das speziell warm oder weich. Geschmeidig ist wie eine extreme Massage, eine sehr starke Massage. Wenn ich merke, aber ich bin relativ beweglich und fit, dann mache ich halt nur Gymnastik und spezielle Übungen, mit denen ich mich auf die Kniebeuge vorbereite, um mich dann schnell mit dem steigenden Gewicht der Hantel auf die Arbeitssätze vorzubereiten. Also ich versuche erstmal in die Bewegung reinzukommen und geschmeidig zu werden. Das zeige ich dir gleich mal, dass es am Anfang nicht so geschmeidig ist, wirst du jetzt gleich sehen. Ich taste mich immer an das Arbeitsgewicht heran, mache untenrum relativ wenig Wiederholungen im Vergleich zu Steve. Mache aber kleine Sprünge. Das heißt, ich gehe jetzt wirklich, ich war jetzt gerade bei 40 Kilo, jetzt gehe ich langsam hoch, bis ich bei meinem Arbeitsgewicht ankomme. Das wird irgendwo zwischen 120 und 140 sein. Mache 2 bis 3 Arbeitssätze, je nachdem wie intensiv die sind. Wenn ich maximale Intensität bringe im Satz, reichen manchmal sogar 2 Sätze. Je nachdem, ne? Mal gucken. Haben wir vorne gebeugt und dann beugen wir hinten. Ich glaube, Steve fängt hinten an. Vielleicht macht er erst Steve hinten und dann von vorne. Ja, ich weiß nicht, was. Ja, sehen, wie der Steve das so macht. Vorne bin ich nicht so. Vorne bin ich mal zu sehen. Ich bin der vorne. Nee, da haben wir einen anderen Kollegen. Wer für hinten? Ich bin mehr so für hinten zuerst und dann vorne. Verstehst du? So. Nee, weil ich dann ein bisschen die Knie warm habe und vorne, wie gesagt, ich habe jetzt gerade eine Verletzungsphase ganz stark hinter mir, meine Knie. Und da Frontkniebeugen als erste Übung auswählen, ist für die Knie halt dann nicht so optimal, ne? Ich ziehe es nicht hin, so, ich habe dann, bitte. Genau, jeder ist anders. Das Bodybuilding-Problem, ja, genau. Dass ich mich nicht runterkriegen lassen wollte. Ich habe gesagt, ich bin zwar Bodybuilder, aber ich will trotzdem die Bewegung so ausführen, wie sie am besten für den Körper ist. Okay. Vielleicht nicht langsam für die Muskulatur, aber doch für den Körper. Denn du bist immer gezwungen, wenn du sie so hältst, den oberen Rücken leicht zu runden. Ja, das will ich, ja. Die Schulter nach vorne zu nehmen. Und da ich sowieso schon einen leichten Rotrücken habe, das Ding ist, wenn du so hältst, bist du gezwungen, die Hacken wirklich in den Boden zu drücken, die Ellbogen hochzuziehen und sehr aufrecht und gerade mit dem Rücken zu beugen. Und das ist, worum es geht. Also nicht rausreden mit mangelnder Mobilität im Schultergürtel, in den Trizeps oder im Lat. Auch da kann man Abhilfe schaffen. Aber wie gesagt, Steve steht unter Ruhe. Steve muss. Was war das? Ich weiß nicht. Mach die Kartoffel kommt hinten raus. Lässt grüßen. Machen wir hier Werbung für Adidas? Nein. Logo blenden auf. Sind Gewichtheberschuhe, haben leicht erhöhten Hacken, geben mir mehr Stabilität. Gerade bei Leuten, die schon irgendwie Knieprobleme haben oder eine Hüfte, unteren Rücken. Das ist eine gute Sache. Natürlich nicht zwangsläufig, um einen Mangel an Mobilität im Fußgelenk auszugleichen. Da sollte man eher erstmal die Fußgelenke mobil machen. Aber prinzipiell hilft es auf jeden Fall, um einfach noch geerdeter zu sein, stabiler die Füße in den Boden zu drücken. Also normal, ich beuge bewusst nicht im klassischen Bodybuilding-Stil, sondern versuche diese Art und Weise zu nutzen, um diesen Drehmoment zu haben und den Rücken noch gerader und aufrechter halten zu können. Und um mich nicht selber zu bescheißen, sondern dann fällt mir die Hand da vorne weg. Warum macht der Herr Bentin keine Hochkickse mehr? Ich mache mir ja warm, jetzt zum Schluss mache ich Hochkickse.
für meine Fans. Naja, aber so. So im Endeffekt, Hochknickse haben meine Beine ausgelegt gemacht, hat gereicht. Hochknickse sind gar nicht so flach. Am Hochknickse geht man schon relativ tief in die Hocke. Stell dir mal vor, ich hätte es richtig lieber gemacht, dann wären die Beine ja auseinandergeflogen. Würde gleich zum Oberkörper passen. Aber dann hätte er weniger Knieschmerzen, wenn ich lieber mal richtig lernen würde. Ja. Masse. Masse! Das sieht besser aus als vorher, Steve. Masse! Drück mal die Knie noch ein bisschen mehr raus, Dicker, komm. Masse! Die Beine richtig spreizen, das kannst du gut, das weiß ich. Guck mal, super, guck mal. Ah, steh auf! Ah, du Schwein! Langsam und leicht, ist zu leicht. Einfach zu leicht bräuchte ich dir. So, jetzt gehen wir hoch, Steve, wa? 20, 10 Kilo pro Seite, bitte. Weiter geht's, komm! Komm! Und komm! Sauber, komm an! Jawohl, komm! Das war jetzt der erste richtige Arbeitssatz? Das war der erste Arbeitssatz, aber der war jetzt leichter als angenommen. Der aufmerksame Zuschauer wird sehen, dass es mir auch noch an Beweglichkeit im Schultergürtel mangelt. Na, ich bin also noch relativ weit unten mit dem Ellbogen, müsste viel mehr rein, somit hätte ich auch weniger Druck im Handgelenk. Aber auch ich bin nicht fehlerfrei, aber ich bin mir meiner Fehler bewusst und ich versuche daran zu arbeiten. Das ist wichtig, Leute. Schön aus dem Knie, kontrollierte Senkphase, Schub. Langsam runter, das ist ein Mädchenkram. Guck mal, wie leicht es ist. Genau so, langsam runter, komm. Drei Schub. Vier Schub. Ich muss gearbeitet. Rücken fest. Komm. Reicht schon, machen schwerer gleich. Das ist schwerer. Vielleicht bist du gleich. Eins, zwei. Ronnie Coleman. Unser altes Vorbild, Ronnie Coleman. Der wird darüber lachen. Habe ich letztens gesehen, Alter, mit 800 Pounds hier. Zwei Dinger hier. Bam! Verrückter Typ, Alter. Anybody wanna be a bodybuilder? But nobody wanna lift this heavy ass weight! But I do it now! Wie noch da drauf? Das sind ja 150. Oder? Ja. Hier siehst du, ich kann hin und her schwimmen. Ich bin wirklich stabil. Fest. Und die Nike Freeze, die er da trägt, die sind ja eher so der Fitnessschuh. Für schwere Kniebeuge nicht wirklich gut geeignet, weil sie ganz instabil sind. Ne? Also hier geht ein bisschen nach, gerade wenn du versuchst, den Fußboden nach außen zu schieben, als Cue, dann rutschst du da eher weg, tendenziell. Also dann fast lieber noch barfuß. Aber wie gesagt, das Steve ist ein Kraftschwein, das weit nur seine Möglichkeiten. Insofern mache ich mir da überhaupt keine Sorgen. Ist mir egal. Komm. Ich werde dir zeigen. Ja, zeig mir. Geht auch mit Assi-Schuhen. Mit kaputten Schuhen. Mit mach Frankie seine Schuhe an in dem Video. Guck mal, was Frankie für alte Botten drin hatte. 20 Jahre alt, der Frankie. Schöne Grüße. Wir wollten ja auch noch was machen. Was ballern. So. Hau nochmal, hau mal richtig schön zu. Nein, dann kann ich nicht. Au, ich war doch weich. Hör auf zu quatschen. Mach jetzt mal, mit Leistung lenzen. Ja, aber jetzt kann ich nicht. Schön sauber. Nein, jetzt hör auf, Mann. Das brauche ich nicht. Doch. Nein. Klapper halt. Mach auf. Ah, Hus jetzt, auf, Mann. Ah, Hus. Ernst nehmen, Dicker, komm. Oh. Ernst nehmen. Ich nehme dich gleich ernst. So. Ordentlich. Nein, holst du, wenn du fest bist. Warte, bleib ruhig jetzt. Jetzt muss ich konzentrieren. Jetzt konzentriere ich mich. Ja, mach mal. Mach. Stange ist mein Feind, Baby. Die Stange ist mein Feind. Oh, diese Scheiße wieder raus hier. Das ist das Schlimmste. Eins, zwei, ab. Okay. Oh, schon kaputt. Okay, viel schneller. Rum fest, jetzt geht's los, Steve. Komm. Oh, Schuh. Oh, komm rein. Das ist schon schwer, Alter. Warte. Zwei Ski. Komm. Steve, Rücken fest, warte. Vier Schub. Du bist Bodybuilding-Profi, dann zeig mal her. Schieb. Fest, komm, Rücken fest. Hey, back, Coleman! Steh! Geht was, komm! Steh! Yeah! Alles du! Na komm! Einmal.
Oh yeah! Oh! Oh mein Gott. Nein! Komm hoch, hier, komm hoch! Oh. Oh. Partykrampf! Das locker, Digga, das locker! Das locker! Das ist, wir machen jetzt gleich und gleich muss die Scheiße runter, kann ich sagen. Kann nicht sein, dass das die schwierigste Wiederholung ist. Warte, maximal kontrolliert. Was sagst du, dass du massierst? Nichts von dir. Oh, Scheiße. Oh, also nächster Tipp, Johannes. Sag mal den Leuten den nächsten Tipp. Ganz wichtig. Richtige Größe, schlimmster Fehler bei der Kniebeuge. Die Gewichtsablage zu hoch passiert. Dass ihr noch eine Wiederholung mal anheben, vorher machen müsst. Also trainiert nie mit Leuten, die größer sind als ihr. So ist das schön. Schön, danke schön. Jetzt auf ihn filmen. Thailand. Konzentriert und kontrolliert. Ich bin bei dir. Komm. Schieb. Kinder. Yes. Sweet baby. Go. Steh. Mit dir fest, da geht noch was. Komm, kleiner. Steh. Oh, oh. Jetzt geht's los, komm. Oh, Nummer eins. Steh. Ja. Zwei Dinger noch, komm. Los, Masse rein. Masse Oberschenkel. Oh. Ich mit. Das ist alles du, mein Freund. Das ist alles du. Und. Easy. Oh, eins, zwei. Oh. Na gut. Motherfucker! Der scheut gar nicht. Oh, na gut. Kann man öfter machen. And nothing but peanut. Entweder kannst du das richtig bewegen oder es geht nicht. Und wenn es nicht geht, dann mach leichter. Okay. Ich glaube, es nützt nichts, Stevie. Die Mütze muss angedreht werden. Oh, Alter. Das nützt nicht so. Du willst nur den Akzent auch noch haben. Zündung. Akzent. Der Akzent? Yo, ich bin The Rust of Stallone hier. Hier. Das ist nichts. Das ist nichts! So, komm an. Komm, komm. Aber ich versuch's. Komm, komm. Sauber, geil. Geil, geil, sauber. Schön. Reicht den Hof. Schönes Ding. Mit Mühe und Not. Das Kind lebt, das Pferd ist tot. Warst du ein Beinvergleich, Digga? Ja, Bein ist nicht. Nee, ich hab mein Bein sieht auf den Klo. Ja, und mein sieht aus wie ein Storchen. Ein Storchenbein. Cool, nicht besonders dick, aber unheimlich lang. Lange Beine hast du? Deswegen auf der Fashion Week damals. Ja. Ich sollte eigentlich ein Model werden. So, für die Team Andro User, I make this in other way. Ja, und in welchen? I make it on my way. I did it my way. Oh. So, ich mache es. Johannes macht das halt so, aber ich komme so nicht klar mit dem Finger hier und so. Mit Fingern bin ich so der Champion. Ich bin mehr so hier für die Variante. Weil die habe ich auch bei Meister Schütz immer gesehen und gelernt.
Meister Schütz ist Gewichtheber, er hat ihn nie so gemacht. Aber nee, Mama hat das auch so gemacht. Er hat mir auch so gezeigt, Mama. Ehrlich, Mama hat das auch so gemacht. Wenn er jetzt dich darauf nur konzentriert. Aber du hast recht, ist ganz schön hoch. Muss ich wieder Wade machen. Das Doofe ist, ich habe jetzt keinen Spiegel. Das ist wichtig bei der Übung. Du brauchst doch keinen Spiegel. Ja, bei der Übung ist mir das wichtig. Komm, mach. Laber nicht rum. Guck mal, so müsste ich die mal machen. Ja, hoffentlich fällst du dir auf die Schnauze. Und brichst dir die Hacken. Und dann so. Matze treffen. Scheiße, ich komm hier nicht durch. Du Arschloch. Parental Advisory. Kids, don't try this at home, please. Also, auch wenn es jetzt nicht den Anschein hat, er nimmt den Sport trotzdem ernst. Das war ja noch Spielerei erstmal. Du lach dich. Wir fahren. Mal sehen, was du demnächst mit deiner Sommerfigur machst. Bei mir Sommerfigur. Bei mir immer noch Sommerfigur. Ich hatte gedacht, das wird heute mal ein ernsthaftes, seriöses Training mit dem Steve. Wie seriös? Und die Schwarze jetzt, die Schwarze jetzt. Das erste, pass auf. Ach so, das erste seriöse Video. Ernsthafte Video geht, wenn ich Miss Olympia werde. Miss Olympia. Ja. Packst du mal die Scheibe bitte drauf, damit ich auch mal zwischendurch einen Satz machen kann? Was hat mich sein Kopf gerade hier so schön? Was ist mein Kopf, wissen Sie? Ja, ist gut. Jetzt muss ich ein bisschen die Brust massieren. Zählte Pflicht, zählte Pflicht! Eins, zwei, besser. Lass die Knie draußen. Knie aus, vier Schuhe. Fünf. Und du musst den Scheiß machen. Sechs. Sieben Schuhe. Komm weiter. Acht Schuhe. Weise Pflicht, Mann. Du musst Bodybuilding-Profi sein, dann sieh mal zu. Eins. Ah, siehst du. Das ist echt schwer gemacht. Ja, die war gar nicht schwer, hat nur geschossen. Nee, war schon. Luft ist raus. Kraft. Kreatinreserven leer. Da brauchst du kein Kreatin, du hast zwei Kartoffeln gehabt, mein Freund. Ich mach mit Glykogenreserven im Speicher hier. Kreatinkartoffeln. Wir hätten da für den bequemen Bodybuilder auch noch mal eine Beinpresse am Start. Einen Satz muss er haben. Ein Arbeitssatz. Und dann gibt's da noch mal Sport im Liegen in der Beinpresse. Machst du noch einen oder machst du keinen? Ich mach auf jeden Fall noch einen Satz, den schwer noch. Ich hab jetzt sieben gerade so mit Arsch zusammenkneifen. Mach noch mal sieben mal. Und dann habe ich die Muskulatur ausreichend erschöpft. Denke ich. Sieben? Was verachtlich gereicht hat. Ich hab da einen Range, also ich mach dann irgendwie irgendwas in der zweiten Übung. Eine sogenannte Assistenzübung, Begleitübung, alles zwischen 6 und 10 oder 6 und 12, wobei 12 dann doch schon eher ein Marathon ist. Ja. Und wenn ich mal an der Beinpresse arbeiten sollte, wie erwarten, dann gehe ich auch mal in den 10 bis 12 Bereich, arbeite noch langsamer, eher den Muskel unter Spannung lassen und dann so 30 bis 40 Sekunden Muskelspannung, sprich 12 bis 50 Wiederholungen. Ja. Hypertrophie. Bist du bereit, Junge? Gleich geht's los. Ich finde, dir fehlt ein bisschen Ernsthaftigkeit. Ja. Ernsthaftigkeit. So, mach ich auch. Gib mir mal richtig in die Nackenstelle. Es geht um Leben und Tod. Willst du der Breiteste sein? Nee, will ich gar nicht. Die anderen haben trainiert, Junge. Schmerzfrei trainieren. Die anderen haben trainiert, Junge. Du musst doch was tun. Ja, ich bin ja unter Willi. Mach ich. Die Jungs sind nicht. Das ist doch jede Mal ein Clip. Weißt du, weiter hier, die Kids, diese Facebook-Scheiße. Die stehen alle so in der Reihe. So. Hey, ganz ehrlich. Komm, wir machen nochmal. Ich nie mit Team Andro, Leute. Nicht mit Team Andro drehen. Echt. Ey, ich habe noch nicht mal durchgezogen. Kannst froh sein, Jungschen. Du kannst froh sein, dass ich nicht so. Ich hau dir gleich einer rein bei der Kniebeuge. Dass ich nicht so durchgezogen habe. Ich hätte mal richtig. Du brauchst gar nicht so lachen. Wisst ihr, wen ich gerade entdeckt habe? Komm her! Was? Romano! Na? Romano Ringel! Mein Mann und Trainingskollege! Steven, wir sind ja zu spät hier. Ist das schon, du bist zu spät? Drauf? Wir sind mittendrin im Kampf. Sehr gut. Gegen das Eisen oder gegen das Gummi. Und ich mach meinen letzten Satz Kniebeuge. Vorne habe ich schon gemacht, du warst nicht da. Ich habe Steve als Motivation gehabt. Ja. Beim letzten Mal warst du mit dabei. Das Video könnt ihr natürlich auch sehen.
Du kannst ja nochmal unten in der Beschreibung, ja, Max, ich schicke dir mal einen Link zu. Letzter Satz, Kniebeuge, ich habe eben gerade so 7 geschafft. Jetzt versuche ich nochmal die 7 wieder zur Wiederholung. Klar, auf 2 möchte ich auch nochmal sehen. 7 Stück möchte ich auch nochmal sehen. Und du kannst mir vielleicht ein paar Befehle geben und sagen, was Befehle. Ich, ob das jetzt, dass ich wieder falsch war. Du kannst mir dann aber 7 Stück schaffst du mindestens. Knie raus, Rücken fest oder hör bloß auf, das bringt sowieso nichts. Als Knie gehst, das ist immer als Knie gehst oder so vielleicht. Romano, mal ganz kurz, warum kannst du Tipps geben zum Thema Kniebeugen? Also zu deiner Person mal ganz kurz. Ich komme aus dem Kraft-3-Kampf, mache das wettkampfmäßig und schon seit einigen Jahren. Und ja, dass man dadurch schon ein bisschen Erfahrung sammeln konnte und dass man vielleicht bei ihm so ein bisschen gucken kann, das sind manchmal so ganz kleine Sachen, so Knie raus, Kinn hoch, Ellbogen vor, die haben dann helfen da, gerade wenn es dann mit höheren Lasten zugegangen ist, genau, dass wirklich sind ganz kleine Details, die wirklich helfen können. Und ich probiere es einfach, damit wir ihn ein bisschen unterstützen. Letzter Satz für mich. Denk an Ronnie Kurtel, komm on. Last Set, Best Set, würde ich sagen. So, komm mal. Schön atmen. Schön Luft rein. Spannen, spannen. Oh, drauf. Offensiv raus. Schön, komm. Kinn hoch. Blick nach oben. Weiter, komm. Komm, Johannes. Blick nach oben. Oh, wie kriegst du. Komm. Und spannen runter. Knie rausdrücken und nach oben schießen. Schön. Schießen mach ich, Romano. Die sind wirklich schwer. Sauber. Aber wie gesagt, schön tief, weil die letzte Mal, wo du Frontbeugen gemacht hast. Ja, ich weiß nicht, Knie ganz draußen machen. Das könnt ihr dann selber sehen, wenn ihr euch mal filmt bei der Kniebeuge. Dann seid kritisch, schaut, worauf es ankommt. Waren die Knie wirklich draußen? Man neigt dazu, mitunter sich selbst zu bescheißen. Ist einfach so. Deswegen, Leute, entweder Trainer suchen, der es analysiert und weiß, worauf es ankommt. Oder selber versuchen mit Videoanalyse. So Leute, ich muss euch sagen, diese Maschine ist hier nicht wirklich hochfrequentiert. Die sogenannte duale Beinpresse. Aber kann man mitunter nutzen. Hier haben wir als Bodybuilder den Vorteil, kann man wirklich gezielte Oberschenkelmuskulatur widmen. Langsam und kontrolliert zurück. Du gehst doch bei dir, sieht man auch ein bisschen was. Bei mir sieht man auch was in meinem Storchenbein. Ein bisschen was. Hier, runter, was ist gut bei dir. Ja. So gut, Alter. So, bloß auf. Die werden niemals dick. Aber ich gebe nicht auf. Ach, die sind dick, Mann. Ich gebe nicht auf. Ich weiß nicht, wie viele Monate das hier ist. Ich merke ja auch schön im äußeren Qualität. Hup. So. Mach ihn aus, dick. Mach ihn dick außen. Komm weiter, Johannes. Komm on. Ja, da lohnt sich's anzufeuern. Komm on, komm on. Komm. Komm, komm. Oh Gott. Yes. Jawohl. Oh ja, oh ja. Schön, schön, schön. Ja. Schöner Trainer. Und deswegen liebe ich Bodybuilding. Ja? Nicht deswegen nur. Deswegen Bodybuilder. Ja. Ich zitiere da mal Herrn Schwarzenegger. Blood is rushing into your muscles, in your skins. Feels like going explode every minute. Yes, wie war yes. Das? Blood is rushing into your muscles. So, come on jetzt, mach mal. Explode every minute. Left leg. Durch, 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 durch! Durch!
Richter. Schön. Stopp. Du bist. Wow. Vorher, ich hab noch was ablegen. Ich hab noch was in die Tasche. Ja? Ein Geschenk wieder von dir? Ja, hier. Meine Kamera geklaut. Schweinebacke. Also ich wollte dich noch vorbehalten. Bis du wieder suchst irgendwann. Matze hat mich vorhin sein Portemonnaie irgendwo liegen lassen und zufällig auf der Straße liegen lassen. So. Beide Körperhälften arbeiten unabhängig voneinander. Ja. Halt mal gegen. Kontrolliert die Senkphase und push. Ganz genau. So, komm mal, Flo. Halt mal gegen. Push. Gleichmäßig. Komm, Dicker, sieh mal zu. Ja. Halt den Oberschenkel fest. Wenn du Profi bist, Junge. Wenn du Profi bist. Na komm. Nase runter. Ich bin Profi. Und ich werde dich back. I am back. I will be back. Nein. Jawohl, so gut. Ja, komm, lass die Sau raus. Kann auf Wachs machen. Alles Spielkram. Eins. Ich habe die in ein paar meiner Videos schon mal ausgeführt. Das ist das sogenannte Glute Ham Raise. Also ihr hebt euer Körpergewicht an mit Hilfe eures Beinbizeps, Hinterns, mitunter sogar euren Waden. Also in Fachkreisen wird auch Calves Glute Ham Raise genannt. Die gesamte hintere untere Muskelkette arbeitet. Und hier gibt es eine spezielle Maschine dafür. Ich bin mal gespannt, was das gut anstellt. Ob er das von vornherein verneint, wenn er es probiert nicht kann. Oder ob er bissig wie ein Hund versucht, die Übung zu können. Mal sehen. Das ist nämlich nicht ganz einfach. Also grundsätzlich hat die Maschine sowieso keiner. Auch nicht im McFit. Ich zeige euch gleich mal eine Alternative. Du könntest zum Beispiel deine Füße einfach irgendwo festklemmen und dich nach vorne weglassen. Habt ihr vielleicht schon mal gesehen? Ich zeige dir das nachher mal. Die Alternativvariante vielleicht mit Roman oder so. Mal gucken. Ja? Ich mache so eine Mischung aus dem Glute Ham Raise und Rückenstrecken. Das heißt, ich strecke hier meinen Rücken, die Beinbizeps, mache so eine Art Hyperextension und komme dann mit dem gesamten Oberkörper nach oben. Jawohl, vorwärts. Für alle, die neu mit dem Training anfangen, wenn ihr diese Phase trainiert, diese Übung trainiert, hilft euch das auch beim Kreuzheben oder beim Kniebeugen, gerade am untersten Punkt, einfach mehr Kraft zu entwickeln, weil eure Beinbeuger und eure Hintern einfach noch stärker sind. Ja? Also für alle, die da einen Schwachpunkt in der Muskelkette haben, können somit auch ihr Kniebeuge oder Kreuzheben verbessern. Oder alle Mädels, kriegt aber euch einen knackigeren Hintern und einen straffen Oberschenkel. Das schneiden wir raus. Naja, das alles drin. Ungeschnitten. Ja, so eine Übung, Alter. Wer kommt euch so weit? Ich mach gleich mit. Das ist auch das erste und letzte Mal so eine Übung. Alter, so ein Scheiß hier. So. Ich mach richtig die Männerübung. Alter, ey, wenn ich so. Oh, nee. Nee. Boah. Mein Bein ist viel zu fett dafür, Alter. Tut weh. Ah. War da nicht genug gepumpt da. Komm. Mal, wir machen jetzt die softe Variante am Boden, Digga. Pass auf. Wir machen das jetzt so, wir zeigen jetzt deine Zuschauer, Stevie, dass sie diese Maschine nicht brauchen. Komm her. Ich sage nicht, dass sie schlecht ist. Aber für mich ist sie nicht prädestiniert. Also ich merke, ich bin dafür nicht geeignet. Weißt du? Ich bin einfach für solche Übungen, wenn ich nicht. Zeig dir mal, es geht. Genau, Handy raus. Komm, Matze. Fuß auf dem Boden. Matze, vielleicht profitierst du davon. Fuß auf dem Boden. Ja, jetzt bist du genau richtig. Ich halte dich jetzt mit an den Fußgelenken fest. Du lässt dich nach vorne fallen. Du kannst mit den Händen und dem gesamten Oberkörper. Mit dem Oberkörper und dem Bein. Du lässt die Hüfte so strecken. Du kannst nach vorne weg. Du kannst natürlich auch ein bisschen anwinkeln, die Hüfte. Du kannst nach vorne weg.
dann wird es leichter. Ja, okay. Du lässt liegen, und so lange, bis du nicht mehr kannst. Ja. Und dann gehst du nach unten und stößt dich mit den Händen wieder ab. Also mit den Händen abfangen. Okay? Vorher nehme ich die Hände gar nicht nach vorne. Lass dich ruhig vorne. Wird zwar ein bisschen schwieriger, weil du mehr Gewicht hast. Aber das geht schon. Okay, los geht's. Nach vorne weg. Nach vorne weg. Halt erstmal schön gegen. Halt gegen, halt gegen. Nach vorne weg, nach vorne weg, nach vorne weg. Und nach vorne. Halt gegen, bis du nicht mehr kannst. Nach vorne weg. Und dann mit den Händen so. Zack, abfedern und wieder so. Oh, genau, und nach vorne wieder. Komm. Da wirst du nichts warm. Nach vorne, nach vorne weg. Ja, gleich mal jetzt den Bandschein vor. Lass dir was. Vor. Dann mach ich das jetzt. Zack! Das sieht gut aus so. Ah, das ist schon gut. Ja, das ist mir schon ein bisschen. Das kommt mir schon näher, der ganze Zeit. Johannes, das sieht auch Spaß aus. Oh, fuck, andere Seite. Oh. Also, ihr seht, man muss nur ein bisschen kreativ sein. So, machen wir mal Zug drauf. Haben wir Zug? Okay. Oh, fuck. Oh, das ist zu viel. Zwei. Oh. Drei. Vier. Jetzt. Knie nach hinten ziehen, ne? Komm. Und auf hier. Dribbel. Jetzt kann ich wenigstens noch sehen, wie der Bein bis jetzt arbeiten muss. Und zieh. Weiter. Oh, ja, gute Motivation. Eins. Zwei, Zug nach hinten weg. Ja, genau. Vier, zieh, Spaß an, die Dinger. Ja. Fünf. Ja. Ja, steht's. Jawohl, prima. Sieht leichter aus, als es ist. Definitiv. Warte, komm her. Andere Seite wieder. Dadurch, dass das Gummiband baut natürlich am obersten Punkt der Bewegung eine extreme Spannung auf. Es wird also immer schwerer, je höher er kommt. Dadurch wird er maximal kontrahiert am Ende. Sieht leicht aus, ist es aber nicht. So, Sportsfreunde, liebe Team Andro-User, vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Der Steve wird jetzt wieder an seine Maschinen gehen und ich gehe mit freien Gewichten trainieren. Tschüssi, genau. Mach's gut. Ciao.